Schwarz, Tabellenführer gegen Topverfolger, Waldhof gegen den FCS. Wer rückt der dritten Liga näher? Die Antwort jetzt in der Sportarena. Herzlich willkommen aus dem Karl-Benz-Stadion hier in Mannheim zum Spiel des Ersten gegen den Zweiten, Waldhof Mannheim gegen den Ersten FC Saarbrücken. Was für eine Kulisse, das Stadion füllt sich langsam so, wie wir es uns in den letzten Wochen und Monaten noch gar nicht gesehen haben. Über 12.000 Zuschauer werden dieses Spitzenspiel heute begleiten. Und zocken Sie gerne, setzen Sie auf Rot oder Schwarz, da hätte ich einen Tipp für Sie. Setzen Sie heute auf Blau-Schwarz, da liegen Sie auf jeden Fall goldrichtig, die Vereinsfarben beider. Denn gewinnt der Waldhof mit diesen rund 10.000 Fans im Rücken, dann sind Sie der Meisterschaft ein gutes Stück näher. Gewinnt aber der erste FC Saarbrücken und der hat auch 3.000 Fans hier mitgebracht, dann ist das Meisterschaftsrennen wieder völlig offen und spannend wie nie zuvor. Deshalb schauen Sie jetzt rein, das Beste aus diesem Topspiel, dem Blau-Schwarzen mit Frank Grundhefer. Viel Spaß! Und was für eine Kulisse im Karl-Benz-Stadion und tolle Choreografie der Fans des 1. FC Saarbrücken. Thomas Branel hat es gesagt, 3.000 sind aus dem Saarland mit angereist zum Topspiel. Erster gegen Zweiter. Neuer Zuschauerrekord bei einem Regionalligaspiel in Mannheim. 14.000 sind es dann am Ende. Und Valmir Soleimani, der Top-Torjäger der Mannheimer im Duell mit Sebastian Jakob, der Top-Torjäger auf der anderen Seite beim 1. FC Saarbrücken. Und der Glottner hat gesagt, heute fällt keine Vorentscheidung. Naja, also ich denke, das ist eher taktisches Geplänkel. Allen ist bewusst, wer heute vorlegt, der hat das Prä. Und Saarbrücken beginnt richtig stark, kann Druck aufbauen vor den 14.000 im Karl-Benz-Stadion. Erste Möglichkeit aber abgepfiffen. Markus Mendler bedient von Jürcher in dieser Situation. Die Anfangsdruckphase der Waldhöfer übersteht der FCS sehr, sehr stabil und kommt dann selbst immer mehr zu Möglichkeiten. Häufig mit raumgreifenden Pässen, die die Mannschaft herausspielen kann. Nochmal Mendler. Immer noch Mendler. Und Wunguidika gegen De Ville, den ehemaligen Saarbrücker. Und Fanol Perdedai, den erwischt er nicht richtig. 23. Minute. Und immer deutlicher wird, dass Saarbrücken hier das Kommando übernehmen kann gegen den Tabellenführer. Viele Nicklichkeiten im Spiel, die Anspannung der Akteure ist deutlich zu spüren. Dann Gillian Jürcher und Sebastian Jakob. Hart, Platz und das 1:0 für Saarbrücken. 25. Minute, 12. Saisontreffer für Sebastian Jakob. Und diese Führung ist absolut verdient für die Mannschaft von Dirk Glottner. Schön herausgespielt und dann hat Jürche das Auge für Sebastian Jakob. Seinen Schuss fälscht Segert noch unglücklich ab. Interessiert dieser Brücker Spieler überhaupt nicht. Diesen Treffer haben sie erzwungen. Kann Saarbrücken auf diese Art und Weise noch einmal an Mannheim herankommen? Im Moment sieht alles danach aus. 2 Minuten nach der Führung. Mendler und Jürcher ganz frei und dann ganz hart bedrängt. Und Dirk Glottner ist außer sich. Sie haben es gehört. Klares Foulspiel. Auch Markus Mann beschwert sich. Und hier sehen wir es ganz deutlich. Da wird er gedrückt von Hofrath. Im entscheidenden Moment für mich ein klarer Strafstoß und Fehlentscheidung von Schiedsrichter Vlodacak. Nur Sekunden später auf der anderen Seite. Rafael Korte, Zeit dazwischen. Gianluca Korte, der Ausgleich. 2 Minuten nach der Saarbrücker Führung. Und was für ein krummes Ding. Den Schock noch in den Knochen, dass dieser Elfmeter nicht gegeben wurde. Und dann Zeit, der so unglücklich abfälscht. Die Korte-Zwillinge im Duett, technisch versiert gemacht von Gianluca Korte durch die Beine von
Daniel Batz. Nächste Möglichkeit für den Waldhof. Schulz eingewechselt für den kurz zuvor verletzten Kapitän Konrad, der raus musste. Hier steht der Abwehrverband der Saarbrücker nicht wirklich konzentriert. Erste Halbzeit läuft aber noch. Schlussphase. Achtung, Sebastian Jakob. Latte! Was für ein Pech für den ersten FC Saarbrücken. Da macht er im Grunde alles richtig. Nimmt den Ball nochmal ein Stück weit zurück hier mit. Und dann fehlen nur Zentimeter 1:1 zur Pause in einem Topspiel, das diesen Namen auch verdient hat. Sebastian Jakob auf der einen Seite, auf der anderen war es Gianluca Corte, die Treffer in diesem Spiel erzielt haben. Zweite Hälfte. Und jetzt verkehrte Welt. Plötzlich spielt nur noch der Waldhof. Korte, zack, 2:1, 52. Minute. Die Abwehr auseinandergenommen. Und der mit zurückgeeilte Sebastian Jakob kann Korte nicht mehr entscheidend stören. Gianluca Korte in der ersten Hälfte, jetzt Raphael Korte, der ehemalige Saarbrücker mit 1,73. Nicht gerade ein Kopfballungeheuer, hier aber kann er einnicken, weil er nicht richtig verteidigt wird. Saarbrücken verschläft die Anfangsphase der zweiten Hälfte komplett. Schauen Sie sich diese Szene an. Korte gegen Miotke aufs kurze Eck. 3:1, 56. Minute. Vorentscheidung. Und die Korte-Zwillinge machen es im Alleingang für den Waldhof. Einmal Gianluca und jetzt zweimal Raphael Korte. Und Saarbrücken hat jetzt eine schwere Hypothek von zwei Treffern weniger auf den Schultern. Und Dirk Lottner weiß, jetzt wird es ein brutal schwerer Gang. Und die Moral ist angeknackst, der eingewechselte Marcel Kahl. Dann Mendler, 71. Minute. Eine der wenigen halbgaren Möglichkeiten für Saarbrücken im zweiten Abschnitt. Deutlich zu spüren, dass diese zwei Treffer zu Beginn der zweiten Halbzeit mächtig wehgetan haben. Und wir sind schon in der Nachspielzeit. Holz, Zeitz, 6 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Zweite Minute der Extrazeit. Und dann Zeitz mit dem 2:3. Und plötzlich kommt hier tatsächlich noch einmal Energie ins Stadion. Kann die Mannschaft von Dirk Lottner, Bernhard Trares Team, vielleicht doch noch ein Unentschieden abbringen. Die Schlusssekunden, alle Saarbrücker mit vorne. Dann aber ist es vorbei. 10 schwache Minuten kosten den Sieg in Mannheim. Saarbrücken hat heute den Aufstieg so gut wie verspielt. Es sind zwar noch 11 Spiele zu absolvieren, aber 8 Punkte ist der Waldhof jetzt schon vorneweg. Ein nicht gegebener Lattentreffer, vor allem aber 9 schwache Minuten. Saarbrücken verliert das Topspiel mit 2:3. Dirk Lottner, über weite Strecken der 1. FC Saarbrücken die bessere Mannschaft. Fühlen Sie sich gerade nach der starken ersten Halbzeit benachteiligt? Ja, definitiv. Wenn man die entscheidende Szene sieht, wo wir hätten das 2:0 machen können, beziehungsweise den Elfmeter kriegen müssen, der dann wahrscheinlich zum 2:0 geführt hätte, muss man schon sagen, dass das mit einer spielentscheidenden Situation war, wo der Schiedsrichter ganz klar durch seine Entscheidung in das Spiel eingegriffen hat. Wie weh tut dann so eine Niederlage oder die weitere Spielentwicklung? Gut, ich glaube, jeder, der mal ein bisschen Fußball gespielt hat, der weiß, wie sich eine Mannschaft in der Halbzeitpause in der Kabine fühlt. Ja, jeder weiß, dass in der ersten Halbzeit, jeder hat es gesehen, so jede 50-50-Aktion war gegen uns. Der Elfmeter nicht gegeben, dann hast du noch den Lattenschuss kurz vor der Halbzeit. Und wenn du dann die Mannschaft in der Kabine siehst, na, dann ist sie natürlich erstmal mit vielen anderen Dingen beschäftigt als mit dem eigenen Spiel. Und das zieht eine Mannschaft runter. Und ich glaube, dass man das nur nachfühlen kann, weil man selber mal auf dem Niveau gespielt hat. Und deswegen war das schon eine ganz gravierende Fehlentscheidung, die der Schiedsrichter da getätigt hat und somit auch einen extrem hohen Einfluss auf die Mannschaft hatte. So, versuchen Sie auch so nachzuvollziehen, warum die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit gerade zu Beginn vielleicht nicht hundertprozentig da war?
Ja, ich glaube schon, dass wir da waren. Den ersten Abschluss hat der Gilly direkt nach der Halbzeit. Also wir waren schon da. Wir haben nur die Situation gehabt, dass wir hier durch den Pressschlag von Tobi den Ball verlieren und dann in die Unordnung geraten. Der Tobi nicht mehr auf seiner Position ist. Und der Sebi dann praktisch im eigenen 16er gegen den äußeren Mittelfeldspieler von Mannheim trifft. Ja, und das sind natürlich Situationen, die wollte man vermeiden. Und so gerätst du dann in Rückstand. Und dann kommt natürlich hier das Stadion mit, die Euphorie von Mannheim damit. Da hatten wir dann 10, 15 Minuten, wo es wild war und wo Mannheim dann auch das dritte Tor machte. Und dann war es auch verdient in dem Moment. Ja. Aber letztendlich hast du trotzdem ein Spiel verloren, was aufgrund dieser kleinen Momenten, die du in der ersten Halbzeit nicht hattest, hättest für dich entscheiden können. Sehen Sie das hier und heute schon als Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft? Ja, es ist natürlich schon so, dass Mannheim jetzt natürlich mit mindestens mal 8 Punkten, wir wissen auch gar nicht, wie die Entscheidung vom DFB aussieht oder vor Gericht ausfällt. Ne, das können ja sogar noch 11 Punkte sein, denen traue ich ja alles zu mittlerweile. Und dementsprechend müssen wir uns Stand heute erstmal darüber keine Gedanken machen. Wie schwer ist es jetzt, die Mannschaft aufzurichten? Ja, das werden wir sehen. Jetzt ist erstmal die Enttäuschung riesengroß. Auch die Mannschaft, das konnte man sehen, war eine große Leere in den Augen zu sehen. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen sacken lassen. Dienstag steht schon das nächste Spiel an. Und ich hoffe, dass wir die Mannschaft dann bis dahin wieder hinkriegen, dass wir ein erfolgreiches Spiel liefern können. Danke dir, Klottner. Viel Erfolg dann gegen Balingen. Dankeschön. Der 23. Spieltag in der Fußball-Regionalliga Südwest hatte es wirklich in sich, insbesondere für die saarländischen Vereine. Schauen wir mal auf die Ergebnisse dieses Spieltags drauf. Beginnend mit den Partien von gestern. Homburg gegen Ulm, kennen Sie ja bereits, das 2:1. Worms gegen Hoffenheim, die Punkteteilung beim 1:1. Elversberg gegen die zweite von Mainz, 3:1. Der VfB Stuttgart 2 gegen Waldorf, 0:1. Steinbach gewinnt gegen Stadt Allendorf mit 1:0. Und das Gleiche gilt auch für Offenbach gegen Hessen, 3:1. Abgesagt heute die Partie Pirmasens gegen den FSV Frankfurt wegen Unbespielbarkeit des Platzes. Waldhof Mannheim siegt im Spitzenspiel mit 3:2 gegen den 1. FC Saarbrücken und Balingen, der nächste Gegner des FCS, ebenso erfolgreich heute mit einem 1:0 gegen Freiburg 2. Ein Blick auf die Tabelle und da macht es natürlich alles klar. Waldhof Mannheim jetzt mit 8 Punkten Vorsprung vor dem 1. FC Saarbrücken und das liest sich dann auch wie folgt weiter. Kickers Offenbach holt auf, ist jetzt Dritter, Einzähler Rückstand auf den 1. FC Saarbrücken. Homburg auf Rang 4, 2019, 3x3 Punkte, das zahlt sich aus. Steinbach-Haiger 5., 6., Ulm und auch Elversberg klettert in der Tabelle nach oben, ist jetzt 7. Freiburg zurückgefallen auf Rang 8. Am Tabellenende finden sich dann der VfB Stuttgart. Waldorf hat sich nach vorne orientiert mit den Punkten heute, ist jetzt 15., 16. Mainz, 17. Dreieich und 18. Stadt Allendorf. Verabschieden wollen wir uns natürlich hier in Sachen Fußball, jetzt wo sich das Stadion geleert hat. Denn Manuel Zeitz hat den Anschlusstreffer am Schluss ja noch geschafft, das 2:3. Und darauf lässt sich vielleicht ein bisschen mit Mut aufbauen. Tschüss, danke fürs Zuschauen.